Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr sehen und wahrscheinlich auch hören könnt, wir sind mal wieder in einem Rechenzentrum. Wir sind bei Hetzner. Wir wurden nämlich eingeladen, weil Hetzner ein paar neue Server vorstellt, die mit speziellen Boards ausgestattet sind, die ich sehr interessant fand. AM5 Mainboards, was genau? Dazu kommen wir jetzt. Wir starten bei Hetzner im Testlab. Wir wollen uns heute in dem Video vor allem mal so ein bisschen Custom-Hardware anschauen, die Hetzner für sich anfertigen lässt. Und da haben wir für den AX52, also für den neuen Server, den die aktuell mit den Ryzen 7000 CPUs anbieten, ein sehr interessantes Mainboard gespottet. Wir haben hier ein Asus Pro WS 665 Ace. Und das gibt es so nicht zu kaufen. Also auch wenn ihr danach sucht, ihr werdet danach nichts finden. Also wenn ihr nach diesem Namen hier schaut. Und was euch natürlich direkt auffällt ist, was ist hier passiert, ne? Sockel ist gedreht, also um 90 Grad nach links. Und eben nicht nur der Sockel, sondern alles, was da dran klebt, sage ich mal. Das heißt, Spannungswandler sind gedreht. Und wenn man sich das ganze Segment mal so ein bisschen anschaut, dann sieht es auch wirklich so aus wie von einem, sag mal, normalen Board, Strix-Board oder was auch immer, einfach nur komplett gedreht. Das heißt, RAM sitzt hier oben, Spannungswandler hier einmal. Aber dafür sind die normalen PC Express Ports unten in der normalen Ausrichtung, sage ich mal, so verglichen mit zum Beispiel, dass links eben die Anschlüsse sind. Interessant, hier haben wir noch zwei Oculinks. Da können dann SSDs angeschlossen werden, das kann ich euch auch gleich noch zeigen. Und was mir persönlich auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass natürlich die Geschichte mit PC Express da sehr, sehr interessant wird, weil normalerweise ist die Orientierung vom Sockel ja so und auch von der CPU vom Aufbau, dass in dieser Orientierung, das ist normalerweise ja östlich gesehen von der CPU, das ist ja nördlich. Und die, sagen wir, die Ausgänge von der CPU, die sind auch so designt, dass die Pins, die hier sind, direkt zum RAM gehen. Die Pins, die hier sind, sind direkt für die Spannungsversorgung. Und die Pins, die im unteren Bereich sind, die gehen normalerweise zu PC Express. Und das muss ja alles hier rüber. Und wenn wir das Board jetzt mal auf der Rückseite betrachten, dann sehen wir, hier ist eben der Spannungswandlerbereich. Und hier seht ihr, gehen die Lanes weg, also die ganzen PC Express Lanes, die dann zum ersten PC Express Slot führen. Und das ist was, das habe ich nicht erwartet, dass es so einfach funktioniert und keine Probleme verursacht, weil ihr seht hier, das geht halt quer durch die Spannungsversorgung durch. Also hier hinten sind eigentlich die Kondensatoren und da gehen quer die PC Express Lanes durch und das ist eigentlich typischerweise was, was viele Probleme verursacht. Man muss dazu aber auch sagen, dass das Board ein PC Express 4.0 Board ist und manche würden sagen, aber ich will auch 5.0 Board haben. Man macht so ein Board eben hier genauso, wie man es braucht. Also ihr seht, da ist ja kein unnötiger Kram drauf. Das sieht man schon an den Anschlüssen. Man sieht, dass hier Audiolösungen und sowas komplett fehlen, weil wozu bräuchte man das in einem Server? Und aktuell, es gibt keine 5.0 SSDs. Die sind ja jetzt langsam erst im Kommen. Und selbst dann ist ja die Frage, braucht der Consumer das vielleicht überhaupt gar nicht? Und dann entscheidet man sich vielleicht natürlich eher für ein 4.0 Board, ist günstiger zu produzieren und hat in dem Fall dann zum Beispiel auch geringere Anforderungen an die Signalqualität. Also man kann sowas wie hier PC Express über Spannungswandler legen, einfach mit 4.0 auch einfacher realisieren, als es mit 5.0 der Fall wäre. Was ich an dem ganzen Thema natürlich interessant finde, ist, wie kommt man überhaupt zu einem Custom Board? Und das ist natürlich was, leider habe ich nicht ganz so viele Informationen dazu, wie ich es natürlich gerne hätte, aber man kann sich dann schon ausmalen, dass man viele tausende Boards erstmal bestellen muss, vielleicht zehntausende Boards, ich weiß es nicht genau, dass man überhaupt ein Custom Board machen kann. Also die haben natürlich eine gewisse Nachfrage und auch dadurch erst die Möglichkeit, so ein Custom Board zu machen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, ein Custom Board zu machen, um auch Geld zu sparen. Weil klar, alle Komponenten, die man weglässt, jeder Euro, wenn man ein paar tausend Boards kauft, macht Sinn. Aber man stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum überhaupt den gedrehten Sockel? Dieses Board hatten wir schon mal bei mir im Video, das ist eine Generation älter, AX41, Hetzner Server. Und auch hier war das schon das gleiche Spiel. Also ihr seht ja, das ist auch alles runtergecuttet, wie man es eben braucht von den Features. Warum ich auf das nochmal kurz eingehen wollte, ist vor allem, egal wie wenig Features so ein Board hier hat, also man lässt ja alles weg, was man nicht braucht, Debug-LED. Ganz großes Thema, da gehen auf jeden Fall dann Grüße raus an Gamers Nexus und an sein aktuelles Video. Da kann man sich nur anschließen, dass die Mainboard-Hersteller nicht vergessen sollten, was die eigentlich Minimum-Features sein sollten, die so ein Board hat, gerade für Debugging, wenn man mal ein Problem hat. Dieses Feature sollte immer vorhanden sein. Da kann man Steve einfach nur zustimmen. Aber damit zurück zum gedrehten Sockel und einer der Hauptgründe ist einfach die Kühlung. Erstmal der Kühlkörper selber und die Möglichkeiten, die man im Design hat, weil das ist, ich sag mal, der Standardkühler und bei dem ist es eben so, das sieht man an der Orientierung. Ihr könnt euch das ja vorstellen, normale AM4, AM5 CPU, ihr habt hier die Montagelöcher
Und dementsprechend, also ihr müsst euch mal vorstellen, wie der Server hier orientiert ist. Die Luft geht eben so durch und so würde es seitlich den Kühler durchströmen. Wenn man den Sockel dreht, also wir gehen gleich auf die Kühllösung nochmal genau ein, dann seht ihr, was ich meine. Der wird eben länglich durchströmt und auch wenn die, wenn man die nebeneinander hält, die haben erstmal optisch eigentlich die gleiche Oberfläche, weil klar, die Fläche ist gleich, ob ich das jetzt so betrachte oder ob ich es drehe, ist logisch. Aber anscheinend macht es einen Unterschied und die haben es getestet, dass wenn man die Lamellen länglich durchströmt, dass es ca. 2 bis 3 Grad Celsius niedrige Temperaturen bringt. Und das ist dann tatsächlich wieder interessant. Hier haben wir jetzt diesen AX Ryzen 7000 basierten Hetzner Server. Da ist wieder so dieser typische Kühlkanal drauf, den wir auch in den letzten Videos schon mal gecovert hatten. Und der ist natürlich dafür da, dass die Luft nur dahin geht, wo sie auch soll und nur durch den Kühler durchgeht, ein bisschen über den Rahmen drüber. Und hier ist auch dieses heiß diskutierte Thema, dass wir unter dem, sagen wir, letzten Werbespot hatten von dem AX52. Ich weiß, man mag es kaum glauben, aber dieses gesleevte Kabel kommt natürlich nicht in einem Server zum Einsatz. Es ist immer witzig, dass man das dann erwähnen muss, aber das war tatsächlich natürlich nur ein Marketingbild, damit es schön aussieht. Logischerweise ist es hier nicht der Fall und wie man hier sehen kann, ist auch das Kabel hier ja oben drüber. Also die Luft kann hier unten drunter durch. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist schön, dass es vielen aufgefallen ist. Aber ihr seht, kühlungstechnisch wird das kein Problem sein. Die Luft geht hier durch, kommt hier unten komplett problemlos durch den Lüfter wieder raus. Das wird natürlich auch alles getestet, verifiziert, sonst würden die es nicht bauen. Und da haben wir eben den Grund für den gedrehten Sockel, weil normalerweise sind die RAM-Sticks dahinter. Das heißt, direkt vor dem Lüfter würden die RAM-Sticks sitzen und die würden dann den Luftstrom natürlich deutlich mehr blockieren. Und so ist auch die Kühlung für den RAM einfacher, wenn das hier länglich ist. Der Grund, warum wir eigentlich hier sind, ist, weil ich gucken wollte, ob mein Server noch da ist. Hier, AX41 NVMe, jetzt mal kein Witz, da ist meine Website drauf, schon lange drauf gehostet. Niklas, danke dafür auf jeden Fall, also der kümmert sich bei mir um meine Website. Und das möchte ich auch kurz erwähnen, weil ganz oft ist dann, wie kommt so ein Video zustande und ist es bezahlt? Nein, dieses Video ist nicht bezahlt. Ich habe einfach eine sehr, sehr gute Beziehung zum Hetzner. Ich komme oft hier vorbei, wenn die was Neues haben und sagen so, ey, wir haben jetzt ein special neues Board für AM5 zum Beispiel, schaue ich mir das sehr, sehr gerne an. Und war einfach ganz witzig, dass die mir gesagt haben, okay, die können mir jetzt auch einfach mal zeigen, wo denn mein Server, den ich auch selber bezahle, also das ist auch kein Sponsoring oder sowas, wo der einfach physisch steht. Interessant zu sehen, da habe ich übrigens den Ryzen 5 3600 drin, also ich habe die, sag ich mal, die günstigste Variante genommen. Ich denke mal, das ist auch so der Hauptkundenstamm von Hetzner, weil mein Motto war, warum ich das haben wollte, ist, es ist günstig und es funktioniert. Das waren die zwei Kriterien, die ich hatte und das erfüllt es nach wie vor. Zum Beispiel auch HWBot, was wir auch haben, was auch meine Website, sage ich mal, ist, hosten wir auch über Hetzner aus genau den gleichen Gründen, weil es günstig und funktioniert. Wir haben jetzt den AX52 im Betrieb. Wichtig ist hier immer zu sagen, wir haben hier die gleichen Bedingungen wie im Rest vom RZ. Also wir sind ja hier in einem Testlab, wo auch die gleichen Bedingungen, Temperaturen herrschen. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt hier nicht zusätzlich noch irgendwie Luft von der Seite zugeführt wird, was natürlich in einem normalen Kaltgang der Fall ist. Und hier hinten ist eben der Lüfter, der dann die warme Luft, die warme Abluft rauszieht. Natürlich erstmal kurzer Blick in CPU-Z. Wir haben hier den Ryzen 7 7700, RAM sind 64 GB. Die laufen übrigens bei 4800C40, also entsprechend den Specs. Bin gespannt, wie das Ding sich kühlt und was da am Ende für Performance rauskommt. SilverJet 20 Multi ist natürlich schon eine gute Last, ein bisschen mehr als jetzt bei meinem Webserver, sage ich mal, also wenn da nur eine Website läuft. Aber soweit sieht es stabil aus. Man sieht natürlich auch, ist gecapped auf 90 Watt, ganz klar. So eine CPU kann sich nicht mehr gönnen als 90 Watt. Das muss natürlich auch der Kühllösung entsprechen, aber wir sehen hier, sieht auf jeden Fall gut aus. Ist natürlich auch nur ein kurzer Run. Wenn man das Ganze dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde laufen lässt, dann haben wir da sicherlich nochmal 1, 2, 3 Grad mehr. Aber es sollte auf jeden Fall reichen, damit immer durchgehend die gleiche Performance anliegt. Und wir haben hier 7200 Punkte im Multi. Das ist verglichen mit einem nicht limitierten Ryzen 7700 ca. 5 bis 6% weniger Leistung, aber man muss eben betrachten, die CPU ist auf 90 Watt begrenzt, weil das der Bereich ist, in dem die CPUs extrem effizient arbeiten. Wenn wir 5 bis 6% mehr Leistung haben wollen, dann zieht die CPU halt unverhältnismäßig mehr Saft, also 20 bis 30% mehr Leistungsaufnahme. Und gerade in so einem Rechenzentrum, wo auch Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, macht es dann halt einfach keinen Sinn zu sagen, ich möchte jetzt hier 5% mehr Leistung, aber habe dann 30% mehr Stromverbrauch. Und auch da nicht vergessen, da kam gerade nochmal der Einwand vom Hetzner-Kollege,
das bedeutet für die Kunden auch weniger, also weniger Kosten, weil ein großer Kostenpunkt natürlich von einem Server, der 24/7 vielleicht für Jahre läuft, ist der Stromverbrauch. Das heißt, wenn man dann ein bisschen mehr Performance haben möchte, dann kostet der Server grundsätzlich auch einfach mehr. Und wenn man gerade hier so im Preis-Leistungssegment sich bewegt, wo jetzt ein AX52 sich eigentlich auch ansiedelt, dann will man eben weniger bezahlen und dann macht das einfach Sinn. Den AX52 gibt es aber auch noch in einer anderen Bauvariante. Es ist wie gesagt der gleiche Server, gleiche RAM, gleiche CPU drauf, aber ein anderes Board, und zwar ein ASRock Rack Board. Hier haben wir jetzt mal ein nacktes Board, wortwörtlich sogar mit nackten Chips. Ich habe die Version hier genommen, das ist nicht der vom Server. Ganz klar muss ich sagen, das ist nicht das, was auf dem Server drauf ist. Die verwenden kein DirectDie, aber man sieht, die testen auch solche Sachen, weil natürlich hier, ja, Temperaturen ist immer ein großes Thema. Wenn man auf einem kleineren Raum kühlen kann und so, ist immer interessant. Deswegen wollten wir das mal zeigen, was Hetzner auch alles intern so alles testet. Ansonsten ist das ASRock Board einfach vom Layout ein bisschen anders als das ASUS. Man sieht, die Spannungswandler sind nicht hier, sondern die sind hier vorne. Es sind von den Phasen her weniger, aber auch interessant, weil ja der Kühler hier drauf sitzt und der Luftstrom so geht, werden hier die Spannungswandler natürlich auch super gekühlt. Das muss man auch ganz klar sagen. Ansonsten ist es eigentlich ein, sage ich mal, relativ normales Serverboard, nur dass auch hier, wie beim ASUS Board schon, der Sockel komplett gedreht ist. Aber wie gesagt, hier Layout anders. Hier sieht man auch, dass die PC Express Lanes anders verlaufen als auf dem ASUS Board, weil hier eben die Spannungswandler nicht im Weg sind, deswegen kann das anders geroutet werden. Damit sind wir auch schon wieder durch mit unserem weiteren Besuch bei Hetzner. War sehr interessant, die neuen Boards zu sehen, hat mir persönlich sehr gut gefallen, wir hatten auf jeden Fall 2 Tage Spaß. Manu von Hardware Deals war auch hier, der hat wieder eine große Tour gemacht durch das Rechenzentrum, der hat ein paar mehr Details aufgenommen zu den neuen Server vor allem, die wir zum Beispiel nicht gecovert haben, also die neuen Intel-basierten Server EX von Hetzner, die haben wir zum Beispiel jetzt nicht in diesem Video drin, falls euch das interessiert, schaut da gerne vorbei. Er hat auch ein paar mehr Details zu Infrastruktur, die wir in unserem Video damals nicht beleuchten konnten. Das könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei ihm anschauen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.